Hallo und herzlich willkommen hier auf Führerelter.de. In diesem Video geht es um eine Aufgabe über Kombinatorik und aus dem Leben gegriffen, also das Leben eines Lehrers. Wir haben eine Klasse mit 25 Schülern. Am ersten Schultag stürmen sie das Klassenzimmer. Wir haben 25 Stühle, also für jeden Schüler ein. Und es geht darum, wie viele Möglichkeiten für eine Sitzordnung haben wir. Nun, der erste Schüler kann sich aus 25 Plätzen einen aussuchen. Der zweite noch aus 24, 23, 22 und so weiter, bis der letzte arme Schüler keine Auswahl mehr hat und sich auf den letzten Platz setzen muss. Diese ganzen Dinge müssen wir nur multiplizieren, das heißt 25 mal 24 mal 23 und so weiter. Und diese Zahl, dieses Produkt von einer natürlichen Zahl mit dem nächst kleineren immer, das nennt der Mathematiker Fakultät, in dem Fall 25 Fakultät. Und das Zeichen dafür ist ein Ausrufezeichen. Diese Tasche gibt es sehr oft auf dem Taschenrechner. Die benutzen wir jetzt auch, um diese Zahl auszurechnen. Und ihr werdet, wenn ihr das eingibt, merken, dass es nicht mal jeder Taschenrechner hinbekommt. Denn das Ergebnis von dieser Rechnung hier, 25 Fakultät, sind 15,5 mal 10 hoch 24. Also eine riesige Zahl, um es euch ein bisschen besser vorstellen zu können vielleicht. Ein Gramm Wasserstoff hat 6,022 mal 10 hoch 23 Atome. Das heißt, wenn ihr 1 Gramm Wasserstoff nehmt, was ganz, ganz wenig ist, und dann anfangt, die Atome drin zu zählen, dann sind es wahnsinnig viele, nämlich etwa 25 von denen hier immer noch. Das heißt, etwa 25 Gramm Wasserstoff und ihr zählt die einzelnen Atome davon, dann kommt ihr etwa auf diese Zahl. Unvorstellbar groß. Jetzt haben wir aber nicht das Klassenzimmer, sondern wir gehen jetzt in einen Fachraum. Das sind diese 32 üblichen Plätze in diesen 4 Reihen, die es da immer gibt, 8 Schüler. Wie viele Möglichkeiten gibt es nun? Naja, der erste Schüler hat die Auswahl diesmal von 32 Sitzplätzen, dann 31 und so weiter. Aber der letzte Schüler, der 25. hat jetzt nicht die Auswahl zwischen einem Platz wie vorhin, sondern diesmal ist der letzte ein bisschen besser dran, denn 7 Plätze bleiben frei, einer ist noch nicht besetzt, weil ein Schüler fehlt, das heißt, wir haben 8 Plätze als letztes. Wir haben also dieses zu wählen, 32 mal 31 bis mal 8. Dafür gibt es jetzt nicht ein besonderes Zeichen, aber man kann sich das auch mit Fakultäten überlegen. Wenn ich 32 Fakultät schreibe, dann kommt hinten dran noch mal 7, mal 6, mal 5, mal 4, mal 3, mal 2, mal 1. Das wollen wir aber nicht. Aber wir können es einfach durch 7 Fakultät teilen. Das heißt, wenn ich durch 7 Fakultät teile, dann kürzt sich genau dieses mal 7, mal 6, mal 5, mal 4, mal 3, mal 2 und mal 1 weg. Und wir haben also 32 Fakultät durch 7 Fakultät. Und wenn man das auch wieder im Taschenrechner eingibt, dann wird die Zahl noch etwas größer. Wir kommen etwa auf 52,5 mal 10 hoch 30. Wenn wir das auch wieder uns vorstellen wollen als Wasserstoff, hier oben wisst ihr noch, das waren 25 Gramm Wasserstoff, hier sind wir etwa bei 100 Tonnen Wasserstoff und müssen davon die Atömchen zählen, bis wir auf diese Zahl kommen. Unvorstellbar groß. Es gibt also wahnsinnig viele Möglichkeiten, 25 Schüler in einem 32er Raum anzumachen. Nun sitzen unsere 25 Schüler in dem Raum. Jeder hat von ihnen, von ihrem Politiklehrer, eine rote, eine gelbe, eine grüne Karte bekommen, um ihre Meinung zu erfragen. Und der Mathematiker möchte wissen, wie viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten gibt es. Also, was hebt Schüler A hoch, was Schüler B? Nun, jeder Schüler hat 3 Möglichkeiten. Rot, gelb oder grün. Und da wir 25 Schüler sind, haben wir also 3 hoch 25. Wenn man das im Taschenrechner wiederum eingibt, kommt hier 847 mal 10 hoch 9 raus. Eine deutlich kleinere Zahl im Verhältnis zu dem vorigen. Nun, der böse Mathematiklehrer sammelt von 4 Schülern immer am Anfang der Stunde zufällig die Hausaufgaben ein. Die Klasse hat immer 25 Schüler. Wie viele Möglichkeiten für diese Vierergruppen gibt es? Denn den Schülern ist es egal, ob sie als erstes die Hausaufgaben abgeben müssen oder als viertes. Es passiert eh fast zeitgleich. Und das hat ein bisschen was von Lotto. Genauso könnte der Mathelehrer vorne hinstehen und sagen, nun, ich ziehe aus 25 Kugeln 4 Stück und der in der Klasse, die diese gleiche Nummer hat,
der wird eingesammelt. Das heißt, das ist nichts anderes wie Lotto. Und dafür gibt es den Binomialkoeffizienten 25 über 4. Das könnt ihr in den Taschenrechner eingeben oder die Definition des Binomialkoeffizienten benutzen. Das heißt 25 Fakultät. Also ihr habt n über k, ist n Fakultät, durch n minus k, also 25 minus 4 Fakultät und dann noch k Fakultät, also 4 Fakultät. Die Definition des Binomialkoeffizienten. Und wenn ihr das ausrechnet, dann kommt ihr jetzt auf die kleinste Zahl bisher auf 12.650 Möglichkeiten. Das heißt, die Möglichkeit, eine Vierergruppe aus der 25er Klasse auszuwählen, ist das niedrigste, was wir hier haben. Möglichkeiten hatten. Das Rechtliche waren Zahlen, die sind sehr schwer sich vorzustellen. Nun, danke, dass ihr hier auf www.lyrella.de vorbeigeschaut habt. Bleibt uns gewogen und werdet uns bald wieder.